Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gelernt in der Debatte um Bahnlärm, dass in Bremen, wie eben gesagt worden ist, 100.000 Menschen gibt, die in der Nähe von Bahnstrecken leben. Und für viele von denen ist das so, insbesondere nachts, als wenn ungefähr alle 5 Minuten ein Düsenjäger in ihrem Vorgarten vorbeifährt. Also die Lärmpegel sind denn doch ähnlich. Und wer einmal auf dem bremischen Hauptbahnhof gestanden hat und hat da so einen Güterzug durchfahren lassen, der hat eine ungefähr, selbst wenn er nicht dann in der Nähe von Bahnstrecken wohnt, kriegt eine Idee, wie weh das tut, und er kriegt auch eine Idee, wenn man das täglich, in solchem Lärm täglich ausgesetzt ist, wie das schnell zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Jetzt haben wir wieder eine klassische Situation, dass wir das Problem kennen. Wir wissen, Lärm macht krank, Lärm verursacht Bluthochdruck, frühen Herzinfarkt. Leute, die in der Nähe von Bahnstrecken leben und dem Lärm ausgesetzt sind, sterben offensichtlich auch früher als andere. Und auf der anderen Seite haben wir ein ganzes Bündel an Lösungen, genau dieses Problem zu bekämpfen. Das müsste auch heute schon nicht so sein. Aber offensichtlich war es so, dass man lange Zeit diese Lösungen, die jetzt auch vorgeschlagen werden, als zu teuer empfand. Und ja, okay, bei den Bremsbelägen war das so, dass die erst die technische Prüfung durchlassen müssten. Aber zum Beispiel besohlte Schienen, ja, Tempobegrenzungen, Leichtbauwaggons, also ich meine, dass wir da schneller hätten sein können. Und es ist wie oft so, oder oft so, dass manchmal eben Gesundheitsschutz und Lärmschutz hinten anstehen muss, wenn es wirtschaftlichen Interessen entgegensteht. Ich gebe zu, und ich habe mich jetzt angeguckt, was jetzt so auf den Weg gebracht worden ist. Ich habe das mal verglichen mit den Grundforderungen der Bahnlärminitiative, und ein Großteil von diesen Dingen ist mittlerweile wahr. Es wird angefangen, in Größenordnung umzurüsten auf Bremsen, die weder das Rad kaputt machen noch die Schienen schleifen und die sowieso dann auch leiser sind. Es ist dieser sogenannte Schienenbonus abgeschafft worden. Das fand ich eine ganz wichtige Herausforderung. Also das muss man sich so vorstellen, dass man 5 Dezibel abgezogen hat oder mit anderen Worten, Bahnlärm ist einfach nicht so schlimm. Das hast du mal so zu akzeptieren. Bei der Festlegung von Grenzwerten wurde einfach gesagt, komm, ne, Schiene ist einfach, kann nicht so laut sein. Oder ich weiß nicht, wie man auf so eine absurde Idee kommt, so einen Schienenbonus einzurichten. Auf jeden Fall ist der weg, das ist in Ordnung. Es wird jetzt auch lärmabhängige Trassengebühren eingeführt oder sind eingeführt. Das finde ich auch in Ordnung. Und es ist auch in Größenordnung Geld eingestellt worden, was mehr ist als einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also 130 Millionen waren es im Jahre, 2015. Wir haben, einer unserer Kollegen im Bundestag hat allerdings eine Anfrage gestartet, von den 130 Millionen, die zur Verfügung standen, sind 22,7 Millionen zurückgegangen. Die sind gar nicht abgerufen. Da muss man mal gucken, wie das sein kann, dass sozusagen für eine ganz vernünftige Lösung 130 Millionen zur Verfügung stehen und auf einmal 22 Millionen gar nicht gebraucht werden. Das hat eine Ursache, das muss eine Ursache haben, und ich finde das absurd, vor allen Dingen deswegen, weil eigentlich noch ein bisschen mehr gebraucht wird und wir da durchaus noch Gas geben könnten. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir in der Tat fordern können oder fordern müssen, wir brauchen hier Messstellen, damit wir auch genau nachweisen können, an welcher Stelle tatsächlich Grenzwerte unterschritten sind, Menschen einen Rechtsanspruch haben auf Lärmschutz. Deswegen ist es wichtig. Man kann dann auch den Erfolg nachweisen, wenn man rauskriegen will, wie man sowas schnell und zügig organisiert, lohnt es sich möglicherweise mal in die Schweiz zu gucken. Da haben sie offensichtlich deutliche Erfolge in einer kürzeren Zeit erlangt, was sozusagen die Reduzierung von Bahnlärm angeht. Vielleicht hilft das auch. Ich weiß aber auch, dass wir in Bremen vor 2 Jahren eine Bedarfsanalyse auch in Auftrag gegeben haben. Die soll jetzt im März kommen oder die soll jetzt irgendwie anstehen. Ich bin ja mal gespannt, an welchen Stellen tatsächlich in Bremen ein Bedarf ist. Meines Erachtens kann man, was die Geschwindigkeit
angeht, den Lärmschutz zu verbessern und den Bahnlärm zu bekämpfen, zulegen. Man kann sicherstellen, dass das zur Verfügung stehende Geld auch wirklich eingesetzt wird. Und meines Erachtens ist der Lärmschutz in Bremen auch noch lückenhaft. Das wird sich an der Bedarfsanalyse zeigen. Also gibt es noch ein bisschen was zu tun. Fangen wir damit an zu messen. Aber messen alleine macht die Bahn nicht leiser. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.